Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne ein paar meiner Sommerfavoriten vorstellen. Im Frühling hatte ich das auch schon gemacht und ich dachte, es wird mal wieder Zeit dafür. Als erstes zeige ich euch einen Klassiker, den wahrscheinlich auch ganz, ganz viele zu Hause haben, und zwar so ein Wasserspray. Meins ist jetzt von Balea von DM, aber ich weiß, die gibt es auch bei Rossmann. Ich habe jetzt hier grüner Tee und Jasmin und das riecht so. Oh, es riecht einfach so lecker und es tut so gut. Also ich habe das immer im Kühlschrank und ich habe es auch gerade aus dem Kühlschrank rausgenommen. Es ist wirklich richtig kalt, aber halt echt angenehm. Und ich sprühe mir das dann gerne so zum Beispiel auf die Beine oder mal auf die Arme oder so. Kann man sich auch ins Gesicht sprühen. Ist übrigens die Frage, die ich mir gerade stelle, ob das vielleicht auch ein gutes Setting-Spray wäre. Vielleicht probiere ich es einfach mal aus. Genau, also das habe ich. Also das finde ich wirklich ganz toll. Außerdem in meinem Kühlschrank bzw. auch in meinem Gefrierfach sind jetzt natürlich immer Kühlakkus, so, weil wenn wir rausgehen, kommt halt immer eine Kühltasche mit, damit das, was man dann halt trinkt, auch ein bisschen gekühlt ist. Das muss einfach sein. So, dann habe ich, können wir ja mal weitermachen, weil das ist auch von Balea. Fußmasken. Also ne, im Sommer möchte jeder seine Füße schön haben und ich benutze da tatsächlich sehr, sehr gerne solche Fußmasken dann einfach abends. Das ist jetzt hier die von Balea und ein so ein Tütchen benutze ich übrigens zweimal. Also das brauche ich nicht, das Ganze, was hier drin ist. Also das benutze ich tatsächlich zweimal. Das ist jetzt mit Babassu und Macadamia Nussöl, eine intensive Sofortpflege, auch für die Nacht. Das mache ich aber eher weniger. Ich mache das dann einfach abends vorm Fernseher und habe mir bei DM auch noch das hier mitgenommen, weil da stand für sehr trockene Haut. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Also die mag ich sehr gerne. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die ist mit Urea für weiche Füße, spendet intensive Feuchtigkeit und schützt die Haut vor dem Austrocknen. Weil ich habe wirklich sehr trockene Füße. Genau, und deswegen hatte ich bei DM letztens die hier noch mitgenommen. Dann Zeitungen, Zeitschriften. Also ich bin niemand, ich habe kein Abo auf eine bestimmte Zeitschrift. Ich nehme die mit, wenn ich mal irgendwie so Bock drauf habe. Und tatsächlich vermehrt in den Sommermonaten. Weil man dann halt einfach mehr draußen ist und die Kinder spielen dann halt auf dem Spielplatz oder sind baden und dann sitze ich halt da und blätter so gerne mal in einer Zeitung. Und welche ich euch da heute empfehlen möchte oder mal so stellvertretend zeigen möchte, ist die Herzstück. Die habe ich mir letztens mitgenommen und die fand ich wirklich sehr toll. Also ich kaufe tatsächlich nur noch, ich nenne es jetzt einfach mal ganz, um es in eine Schublade zu packen, spirituelle Zeitschriften. Also ich kaufe keine Frauenzeitschriften, keine Koch-Nähzeitschriften, weiß der Kuckuck, was alles gibt, keine Gartenzeitschriften, sondern wirklich nur noch so, wie soll man es denn nennen? Ja, Inspirationen für Leib und Seele. So, sowas kaufe ich mir nur noch. Und da hatte ich mir jetzt, wie gesagt, letztens die Herbststück gekauft und die war wirklich sehr schön. Es ging um die Themen Vertrauen und Loslassen. Ich suche mir die dann halt immer da alle aus dem Ständer so, aus diesem Genre und gucke dann halt, welche Themen mich einfach vermehrt interessieren. Ich hatte tatsächlich aber, obwohl es eine Frauenzeitschrift ist, auch überlegt, mir das Guido Maria Kretschmer Magazin mal zu besorgen, weil das auch nicht ganz so doof war. Weiß ich noch nicht, mache ich vielleicht demnächst mal. Genau, aber die kann ich wirklich sehr empfehlen. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Und da hatte auch gleich meine Mama Anspruch drauf. Also gleich gesagt, ich möchte die bitte auch lesen. Und wenn wir beim Thema Lesen sind, dieses Buch lese ich gerade aktuell. Also ich lese gerade wieder sehr viel. Also für viele Menschen ist ja auch der Herbst, Winter so die Zeit, wo sie viel lesen. Da komme ich tatsächlich, also ja, da komme ich auch dazu, aber tatsächlich weniger. Für mich ist Sommer so die klassische Lesezeit, war es schon immer gewesen. Also am Anfang der Sommerferien bin ich als Kind und auch als Jugendliche los in die Bibliothek und bin irgendwie so mit 10, 15 Büchern wieder reingekommen. Und ich lese tatsächlich am allerliebsten in der Sommerzeit. Ich kann nicht sagen, warum, ist einfach so. Also in letzter Zeit lese ich auch gerade wieder sehr viel. Und aktuell ist es dieses Buch und das möchte ich euch gerne empfehlen, weil es echt schön ist. Die Autorin Ildiko von Kürti, ja,
kennt ihr bestimmt. Also die macht so ganz klassische, lustige, tolle Frauenromane. Das erste Mal bin ich, glaube ich, so mit 14, 15 auf ein Buch von ihr gestoßen. Das hatte meine damalige beste Freundin gelesen und mir dann ausgeliehen. Und letztens in der Bibliothek habe ich halt das hier gefunden. Und zwar ist das Neuland, wie ich mich selber suchte und jemand ganz anderen fand. Also Ildiko von Kürti ist ein bisschen älter als ich. Also die ist, glaube ich, Ü40, meine ich. Und genau, ich lese euch das einfach mal vor. Also es liest sich wirklich grandios. Es ist super lustig und es ist echt toll zu lesen. Die Hälfte des Lebens ist vorbei und es ist noch nicht zu spät. Aber wofür eigentlich? Selbstverwirklichung, Gelassenheit, Idealgewicht? Ist jetzt die Zeit für einen Neuanfang, für ein großes, vielleicht letztes Abenteuer? Oder doch nur für eine Probestunde Pilates und einen anderen Nagellack? Ein Jahr lang habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem besseren Leben, innerem Frieden und einer neuen Frisur. Schweigen im Kloster, der Abschnitt interessiert mich sehr. Botox in der Stirn, Fasten mit der Prominenz, Überleben in der Wildnis, Sterbebegleitung im Hospiz. Ich war sehr blond, ziemlich dünn und fast faltenfrei. Ich habe das Abenteuer, meine Mitte und mein Glück beinahe gefunden. Neuland ist ein einzigartiger Selbstversuch, bewegend und komisch. Ein Mutmacher für alle, die ihr Leben verändern wollen. Und ein Versprechen, nachher ist nichts mehr so, wie es mal war. Und ich habe erst damit angefangen, aber es ist schon sehr, 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 sehr toll und ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich suche euch das mal bei Amazon raus und werde euch das mal unten in der Infobox mit verlinken, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann habe ich noch bei meinen Sommerfavoriten zwei neue Produkte von doTERRA, also für mich neue Produkte, die ich euch gerne zeigen möchte. Und das eine ist Terra Shield und das benutze ich tatsächlich jetzt täglich. Terra Shield hilft nämlich gegen alles, was man im Sommer nicht haben möchte. Mücken, Wespen, Zecken. Gerade Zecken ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, aber auch Mücken natürlich immer. Und wie benutze ich... Also das hilft deswegen, weil diese Insekten auf die verschiedenen Duftrichtungen, die hier miteinander vermischt wurden, nicht gerade positiv reagieren. Also die mögen die einfach nicht und deswegen bleiben sie dem einfach fern. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe eine normale Wassersprühflasche, da habe ich Wasser reingetan und ein paar Tropfen Terra Shield. Und damit gehe ich jeden Tag um die Fensterrahmen und die Türrahmen rum und sprühe das so ein, damit einfach so eine natürliche Blockade da ist und das Viechzeug gar nicht erst reinkommt. Und ich habe tatsächlich nirgendwo ein Fliegenfenster und wir haben seitdem echt Ruhe. Also das muss ich erst entwickeln, das funktioniert nicht sofort, das muss ich erst entwickeln und so nach 7 bis 8 Stunden sollte man das wiederholen, aber das wirkt tatsächlich sehr, sehr gut. Ansonsten die Fusis einfach sehr gerne, kann man auch so auf kleineren Räumen, also jetzt auf dem Balkon zum Beispiel oder in kleineren Runden auch draußen diffusen. Ein paar Tropfen einfach in die Sonnencreme rein, ne, die man sowieso jeden Tag aufträgt und dann hat man da halt auch nochmal den Schutz vor halt Zeckenbissen, vor Mückenstichen. Also das ist also ganz, 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 ganz toll. Und dann habe ich dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert Tree Ease. Ich habe ja seit meiner frühesten Kindheit Heuschnupfen. Und wir reden hier nicht so von ein bisschen Hatschi, sondern schon von richtig extremem Heuschnupfen. Also mir brennen die Augen. Als Kind weiß ich noch, es war immer so anstrengend. Ich hatte immer, wenn ich in der Schule war, habe ich glaube ich so am Tag 2, 3 Papiertaschentücherboxen verbraucht. Ich hatte richtig an meinem Tisch einen Beutel hängen, in dem dann immer die benutzten Taschentücher während der Stunde reinkamen und ich die dann erst immer ausgeleert habe, weil ich einfach so einen riesen Verbrauch hatte. Ich war einfach die ganze Stunde dabei, weil ja auch immer alle Fenster offen waren, meine Nase zu putzen, weil die lief und lief und lief. Und ich weiß, da bin ich auch, also einige Lehrer fanden das doof, aber ich konnte ja auch nichts dafür. Ne? Also es lief halt einfach und es war dann halt auch nicht immer sehr geräuschlos und ich habe das gehasst. Ich wurde auch als Kind desensibilisiert, hat gar nichts gebracht. So, und seitdem bin ich halt wirklich darauf angewiesen, auf Allergiemittel, also sowohl Augentropfen, Nasenspray, als auch natürlich Tabletten. Und es gibt einfach manchmal so Tage oder auch so Zeiten, wo es halt wirklich sehr extrem ist. Allergiker kennen das. Dann hilft das nicht mehr. Also dann müsste ich mir am Tag eigentlich 3, 4 Tabletten reinknallen, um das irgendwie zu überleben. Und gerade auch die Nächte sind für mich sehr, sehr schlimm. Und ich merke zum Beispiel auch, dass Vince jetzt so ganz leicht schon damit anfängt.
Und deswegen habe ich jetzt dieses Jahr Tree-Ease ausprobiert. Also das sind Kapseln, in denen jetzt die ätherischen Öle drin sind. Und die nimmt man einfach ein. Beziehungsweise Vince kann die nicht einnehmen, der kann das einfach nicht schlucken. Und dann mache ich die Kapsel einfach auf und die Öle, die da drin sind, gebe ich ihm auf sein Rückgrat. Das funktioniert dann quasi genauso. Und es ist einfach ein Nahrungsergänzungsmittel, ganz klassisch. Das ist mit Zitrone, Lavendel und Pfefferminz. Also ätherischen Ölen aus Zitrone, Lavendel und Pfefferminz. Und das nimmt man einfach täglich ein. Kann man bis zu 3 Stück am Tag einnehmen. Und damit komme ich super gut klar. Also ich brauche auch die 3 am Tag. Also morgens eine, damit es losgeht. Dann so um Mittag nochmal rum, um den Nachmittag zu schaffen. Und dann abends vorm Schlafen gehen nochmal. Dass ich gut schlafen kann und dass ich nicht morgens aufwache mit so einer Nase und einem mega trockenen Hals. Und damit komme ich ganz gut zurecht. Und ich weiß, dass das halt komplett natürlich ist, was ich hier einfach benutze, um meinen Körper nicht mit irgendwelchen Chemikaliengedöns noch zusätzlich schwäche, weil dieser Heuschnupfen, der schwächt einen einfach, ne? Und genau, das kann ich sehr empfehlen. Das war richtig, 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 richtig toll. War ich mega begeistert. Und eigentlich hätte ich euch jetzt wahrscheinlich klassischerweise meine Après-Sun-Lotion gezeigt, die ich auch im Badezimmer stehen habe. Ich musste sie aber tatsächlich noch nicht benutzen. Weil die Sonne scheint so krass, aber wir wurden von Sonnenbrand oder überhaupt, ne, so ein bisschen röterer Haut total verschont. Ich bin sonst wirklich sehr anfällig, gerade so im Dekolleté-Bereich. Ich werde sofort knallerot, ob ich mich jetzt eingecremt habe oder nicht. Und das wird dann bei mir aber nicht braun. Das wird bei mir nicht braun, das wird dann einfach wieder so kalkweiß. Also ich bin auch tatsächlich diesen Sommer ein kleines bisschen braun geworden, wurde ich sogar darauf angesprochen. Und dann kam 2 Wochen schlechtes Wetter und es ist alles wieder wie zuvor. Also ich habe einfach so eine Haut, ich werde einfach nicht braun, wirklich nicht. Das war früher anders, bei den Kindern sehe ich es ja jetzt auch. Die werden schön, die bekommen so einen frischen Teint. Aber vielleicht geht das dann auch noch weg, so wie bei mir. Oh, ich weiß noch früher, also als Jugendliche, ich habe mich richtig eingeölt, damit das natürlich noch besser funktioniert mit dem Braunwerden und mich richtig in die knallige Sonne gelegt, um braun zu werden. Hatte, glaube ich, auch nie wirklich funktioniert, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Aber wie bescheuert, würde ich heute nie wieder machen, wegen so ein bisschen Braunwerden. Bin auch früher, weiß nicht, so 3-4 Mal ins Solarium gegangen. Würde ich halt auch nicht wieder machen, nur um so, weiß ich nicht. Egal, so. Deswegen hatte ich gedacht, nee, brauche ich euch die Après-Sun-Lotion auch nicht zeigen. Habe ich ja so gut wie nicht benutzt. Also ich benutze sie schon gerne, die riecht ganz gut, aber jetzt nicht, weil meine Haut irgendwie extrem angegriffen war oder ich Sonnenbrand oder sowas hatte und diesen Kühleffekt brauchte. Genau, das waren jetzt so meine Sommerfavoriten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was so aktuell gerade euer Favorit im Sommer ist, was ihr vielleicht auch empfehlen könnt, was ich vielleicht mal ausprobieren sollte. Wenn ihr irgendwie mal Fragen habt zu doTERRA und meinen ätherischen Ölen, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Also entweder eine E-Mail oder irgendwo anders, wo ihr mich erreichen könnt. Ich verschicke auch immer sehr, sehr gerne Pröbchen einfach, weil man weiß nicht, wie das riecht und ob man das mag und so. Und dann verschicke ich immer gerne so kleine Fläschchen mit Pröbchen und dann könnt ihr einfach mal ausprobieren. Und so verteile ich das übrigens auch im Familienbekanntenkreis. Also wenn ich so denke, hey, das Öl würde dir helfen, kriegen die immer so ein Pröbchen von mir und dann sollen die Leute ausprobieren und dann einfach selber entscheiden. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Und ich sag jetzt auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!